Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. In Kenmore herrschen derzeit höchst winterliche Bedingungen. Urheberrecht Getty Images. Die enorme Kälte bringt den Zeitplan beim Biathlon-Weltcup in Kanada weiter durcheinander. Zudem werden die Einzelrennen über eine kürzere Distanz ausgetragen. Die schlechten Wetterprognosen im kanadischen Kenmore wirbeln den Zeitplan des Biathlon-Weltcups am Wochenende weiter durcheinander. Wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten, werden die Einzelwettbewerbe am Donnerstag bei den Männern 20.20 Uhr von 20 auf 15 Kilometer und bei den Frauen 22.55 Uhr von 15 auf 12,5 Kilometer verkürzt. Dieses Format sieht 45-sekündige Zeitstrafen bei Schießfehlern vor. Zudem wurden die ursprünglich für Sonntag angesetzten Massenstarts durch Sprintrennen am Samstag ersetzt. Das Rennen der Männer über 10 Kilometer beginnt um 19 Uhr, die Frauen starten über 7,5 Kilometer ab 22 Uhr. Bereits zuvor waren die Staffelrennen von Samstag auf Freitag vorverlegt worden. Das Männerrennen beginnt um 20.30 Uhr, die Frauen gehen um 22.45 Uhr in die Loipe. Die Startzeiten können sich witterungsbedingt noch ändern. Minus 25 Grad erwartet. Für Samstag sind in Kenmore tagsüber Temperaturen von bis zu minus 25 Grad vorhergesagt. Nach den Wettkampfregeln des Weltverbandes IBU sind bei Temperaturen von unter minus 20 Grad keine Weltcup-Starts erlaubt. Bei Temperaturen von minus 15 Grad entscheidet die Jury über eine Rennaustragung.